Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, wir müssen mal wieder da unten diplomatische Verhandlungen führen. Mit den Einheimischen. Wow, oh, da ist ein großer Wurm, oder? Ja, das ist ein großer Wurm. Deswegen haben wir so massiv Damage genommen gerade. Wir müssen den unbedingt vernichten, weil der vernichtet uns nämlich sonst. Die nächste Armee wieder aufstellen. Gut, die machen schon richtig gut Damage. Vielleicht machen die sogar mehr Damage als die Lasertürme. Yes. Da ist noch ein großer Wurm. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Ein Treffer und das ist fast unsere kompletten Schilde erledigt. Aber der große Wurm geht gleich drauf. Ganz. Und heilen kann er sich auch. Aber jetzt ist er erledigt. Oh. Mist, das geht ja gar nicht. Noch ein großer Wurm, Alter. Mal drei große Würmer. Der Wurm. Die. So. Die kommen bald als nächstes dran. Oh no. Oh nein, wir haben keine Energie mehr in unserer Basis. Hä? Wie gibt's das? Warum haben wir keine Energie mehr? Oh nein, was ist da jetzt passiert? Warum haben wir keine Energie mehr? Unsere Energie ist komplett ausgefallen. Also die Forschung läuft auch ganz langsam. Scheiße, sag mal nicht, wir haben jetzt da zu wenig, zu wenig Brennstoff. Ja, es gibt den Scheißturm weg, Alter. Komm, wir haben keine Zeit. Wir müssen schauen, was in unserer Basis los ist. Okay, Energie ist wieder da. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben extra jetzt im letzten Part hier oben aufgerüstet. Wir haben zu wenig Brennstoff. Ja, das ist genau, was ich befürchtet habe. Wir haben zu wenig Brennstoff. Das wollten wir eigentlich auch schon mal machen. Nämlich mehr Chemiefabriken bauen, um die hier zu beschleunigen, weil die zu lahm sind. Zu wenig Strom. Strom komplett ausgefallen. Akkus leer. Ich dachte eigentlich, okay, damit haben wir es jetzt einmal im Griff, unsere Energie, aber scheinbar nicht. Chemiefabriken. Stahl. Natürlich, Stahl. Was sonst? Das, was wir halt am wenigsten haben momentan.
So, wir machen mal einige neue dazu. Schön langsam kommt die Energie wieder. Aber nur langsam. Scheiße. Brauchen wir Platz hier. Und genau. Immer noch wenig Strom. Wahnsinn! Die Solarpaneele sind... Hä? Was ist... Achso, das sind die anderen. Ja, passt schon. Die Solarpaneele sind so Vollgasen. Ja, klar, wir haben einfach zu wenig Brennstoff hier. Das ist das Problem gerade. Ich glaube, was wir bräuchten, wäre... Moment, mal kurz konzentrieren. Ein eigener Stecker. Also es gibt, haben ja die Möglichkeit, über Logik damit zu helfen, dass wir Akkus nehmen, die voll sind. Hier können wir sie eh durchziehen. Man kann sie überall durchziehen. Dass wir irgendwo ein großes Akkupaket hinbauen. Und die werden nur dann angeschlossen, wenn wir sie brauchen. Das ist per se das Problem löst, einmal dahingestellt, aber es wäre ein Ansatz. Wir haben jetzt keine Energie mehr. Das ist ein ziemliches Problem, weil wir haben an manchen Stellen nur Lasertürme und ohne Energie arbeiten die nicht, natürlich. Brennstoff. Können wir ein bisschen Brennstoff neu umlegen, umleiten. Zum Beispiel von hier. Die Züge haben ja auch noch genug. Ach, die erreichen das ja teilweise gar nicht. Das. Okay, besser. Energie kommt wieder, auch wenn sehr langsam. Ah, du sollst das da drauf legen, du Idiot. Toll. Sind teilweise einfach die Greifarme zu langsam, um das zu erwischen. Zu wenig Strom da ist. Scheiße. Die Akkus konnten halt auch nicht aufgeladen werden. Das heißt, die Nacht müssen wir jetzt noch irgendwie überstehen. Scheiße.
Ich will jetzt auch keine Kohle anhängen müssen extra. Okay, was wir machen können, wir können das durch die schnellen Greifarme ersetzen. Die brauchen halt nur 400 Watt, die brauchen 500 Watt passt. Das machen wir jetzt da. Weil die haben dann keine Schwierigkeiten. Okay. Die haben dann keine Schwierigkeiten, die den Brennstoff zu nehmen. Null Strom fast. Ja, ohne Strom sind selbst die Blauen fast zu langsam, aber nur fast. Manche schaffen es. Ist, dass sie jetzt ordentlich Brennstoff produzieren. Okay, Energie ist jetzt auf einem guten Level, sodass sie das wieder hinbekommen. Aber es gibt nicht, dass wir immer noch so wenig Brennstoff produzieren, bitte. Das ist doch nicht euer Ernst. Mehr, beeilt euch ein bisschen. Wir brauchen mehr davon. Scheiße. Na, immerhin kommt das Öl jetzt zur Verwendung langsam. Ne? So, das mit Eisen müssen wir hier drüben anhängen. Sieht schon, dass wir viel zu wenig Strom haben. Gerade mal etwa die Hälfte. Bessere Produktion und hoffentlich ein bisschen schneller. Können wir noch zwei machen? Ja. Und das fürs Leichtöl nehme ich auch nochmal. Okay, Brennstoff wird mehr. Brennstoff wird mehr, sehr gut. Und hier arbeiten alle, die da oben leider noch nicht. Aber so langsam... Oh, wir füllen sogar unsere Akkus auf. Gut. Das heißt, wir haben Chancen, diese Nacht jetzt etwas besser zu überstehen als die letzte. Und wir müssen uns jetzt dann wieder Türme holen, weil die da unten bald angreifen werden. Die Penner hier.
Und Munition brauchen wir dabei auch wieder. Nein! Was ist hier passiert? Oh nein, was ist hier passiert? Weil der da, da dran hängt. Scheiße. Jetzt hat der Eisen da reinbracht. Das muss man mit der Zeit dann rausholen. Ja, hilft nicht. Das wird sich dann ein bisschen stauen da hinten. Müssen wir dran denken. Gut, Kohle geht zum Glück eh nur zu diesen zwei Stellen. Einmal zur Granatenproduktion und einmal zur Plastikproduktion. Und hier kommt wieder viel Brennstoff an. Wir haben wieder Kapazitäten. Wir brauchen hier dringend ein Radar. Sonst sehen wir hier nichts. Puh, nochmal Glück gehabt. Produktionsstatistik. Eine Minute. Wo ist das? Wo ist unser Brennstoff? Wir produzieren für über 500, wir verbrauchen nur 360. Passt. Glück gehabt. Alter, das hätte ziemlich blöd ausgehen können auch. Und wir können theoretisch hier auch noch ein bisschen erweitern, notfalls, wenn wir noch mehr brauchen sollten. Aber es läuft jetzt. Die Solarpaneele sind jetzt noch nicht komplett weg, aber fast. Also die Akkus werden ein bisschen was zu tun haben. Ne, Blödsinn, jetzt sind die Solarpaneele schon ganz weg, also... Passt, wir brauchen die Akkus nicht einmal. Wir können die voll halten mit ihren 2,1 Gigajoule. Zumindest kurzzeitig, weil wir wollten ja hier jetzt Stahlproduktion machen. Geht das zweimal vielleicht sogar? Nein. Wobei, nee, das passt schon. Passt schon so. Können uns da anhängen. Hoffentlich. Muss das Ding hier stehen? Das ist da auch nicht besser. Wir brauchen es aber auch gar nicht mehr. Die Verbindung hier ist unnötig. Das kann auch weg. Genauso wie das hier. Und passt. Nicht mehr. Aber das hier vielleicht. Gas, dann sind wir da unten, kein Strom mehr. Go. Also Stahlproduktion ist ganz schön aufwendig, wenn man dermaßen viel braucht. Oh, und wir haben mal wieder ein Eisenproblem. Wie es aussieht. Lag das an den Energieproblemen?
Zug ist gleich leer und macht sich gleich wieder auf den Weg. Und in den Kisten ist nicht viel drinnen. Also ist hier wohl wirklich Zeit für einen dritten Zug. Die produzieren hier auch ein bisschen zu wenig. Die Förderbänder sind nur schlecht gefüllt. Okay, das müssen wir uns im nächsten Part anschauen. Da müssen wir dringend schauen, dass wir das erweitern. Vielleicht lohnt sich so einen zu bauen. Mal schauen. Boah, okay. Wir probieren das dann mal im nächsten Part. Weil der Part ist jetzt eh schon zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.